bin Tavea, ich spiele Badminton, ich komme vom TSV Meiningen und trainiere hier in Jena am Sportgymnasium. Wie Sie vielleicht schon sehen können, ist da mein Internat und hier ist meine Schule und jetzt gehe ich zum Training. Tabea Tirschmann lernt jetzt im dritten Jahr am Gutsmuth-Sportgymnasium in Jena, an dem der Badmintonsport gerade erst zum DBV-Nachwuchsstützpunkt Mitteldeutschland aufgestiegen war und seither mit bemerkenswerten Leistungen seiner Aktiven auf sich aufmerksam macht. Tabea selbst ist Jahrgang 2003 und im Landesmaßstab sehr erfolgreich, aber auch darüber hinaus schon ein beachtetes Talent. Als ihre ersten größeren Erfolge sieht sie selbst... Mädchendoppel war einmal die Deutsche Meisterschaft 2017 mit meiner Doppelpartnerin der dritte Platz und auch Südwestdeutsche Meisterschaften jetzt, die jetzt gewesen waren, also den ersten Platz. Am 2. Januarwochenende des neuen Jahres 2018 stand Tabea nahe an zu Hause wieder auf dem Feld in Ilmenau zu den Südwestdeutschen Meisterschaften. Da wusste sie bereits, dass sie für die deutschen Nachwuchstitelkämpfe zu Mitte Februar in Gera über die deutschen Ranglistenwettbewerbe schon qualifiziert ist. Und doch, so eine Gruppenmeisterschaft mit den Besten aus verschiedenen Bundesländern, wie aus Hessen, dem Saarland und dem Rheinland, ist dafür eine willkommene Generalprobe. So sah man Tabea und ihre Partner wohl sehr motiviert und ehrgeizig spielend. Sie wollte die dort möglichen Titel im Mixed der U15, im Mädchendoppel oder gar etwas im Einzel der U17 reißen. Aber wie begann es mit Badminton und der ehemaligen Kinderturnerin Tabea? Mutter Barbara, in Ilmenau wohlwollende Beobachterin, erinnert sich gern. Die Familie hatte mit Badminton so überhaupt nichts zu tun. Was wir mit unseren Kindern eigentlich gemacht haben, ist, dass wir sie sehr zeitig zum Sport geschickt haben. Und die Mädchen haben mit Geräteturnen angefangen. Und Geräteturnen ist bei uns in unserer Heimatstadt in Meiningen der größte Verein. Und der hatte eine Abteilung Badminton eben auch mit dabei. Also das Turnsportverein Meiningen. Und Tabea, die hatte schon immer Hummeln im Hintern, sage ich jetzt mal. Und die Warterei beim Geräteturnen, bis man wieder ans Gerät kam, das war nicht so das Richtige für sie. Und da kam sie per Zufall mit einer Freundin, deren Vater den Breitensport in Meiningen nach wie vor im Badminton trainiert, zum Badminton-Training. Und das hat ihr Spaß gemacht. Und dann hat sie da 2, 3, 4 Mal das einfach mal nur ausprobiert. Und der Spaß wurde immer größer. Und dann ist sie aber auch in einer sehr kurzen Zeitspanne von 8 Wochen, hat sie dann gleich unsere Meininger Leistungstrainerin entdeckt und hat gesagt, hier, du kommst zu mir. Also Grundlage waren 2 Jahre Geräteturnen und der Vorteil davon ist einfach, dass eine sehr hohe Körperspannung und die Bewegung schon immer da war. Tabea ergänzt noch etwas zum Sport, den sie ihrer älteren Schwester folgend zuerst ausprobierte. Also am Anfang bin ich auch erstmal in die Fußstapfen meiner Schwester getreten und habe mit dem Schwimmen begonnen. Aber nach einer Zeit war es dann nichts mehr für mich. Und ja, und dann hat sie ihre Fußstapfen gemacht und ich meine. Deine hießen dann eher Badminton. Warum hast du dich für Badminton entschieden statt für Geräteturnen? Also damals hatte ich so ein Gefühl, dass es mir besser passt, dass es zu mir besser passt. Dass nicht nur das Element auf dem Gerät irgendwas zu machen, sondern mehr in Aktion zu sein. Klar, Geräteturnen ist auch extrem anstrengender Sport und so. Und ich beneide die Leute, die es können und das sieht auch richtig schön aus, aber damals hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das hier besser zu mir passt. Dann lieber Badminton. Bei den Regional- bzw. offiziell Gruppenmeisterschaften stand Tabea wieder vor speziellen Herausforderungen. Im Mädcheneinzel und Doppel sollte sich die 14-Jährige bereits in der U17 bewähren. Das gelang ihr wohl, in zweifachem Sinne. Mit Spielpartnerin Mareike Bittner vom Landesverband Hessen setzte sie sich am Sonntag im Finale der Doppel durch und holte sich Gold zum Titel. Bestätigte also ihre schon feststehende Nominierung zur deutschen Meisterschaft, auch wenn sie da wohl mit ihrer Hamburger Stammpartnerin antreten wird. Im Einzel war nach dem Halbfinale vorerst Schluss. Nach zum Teil kraftaufwendigen Dreisatzspielen erkämpfte sie sich bei diesem umfangreichen Zweitagesprogramm Bronze.
verlor im Halbfinale immerhin erst gegen eine gut aufgelegte Chiara Marino, die später der neuen südwestdeutschen U17-Meisterin Maria Kuse vom SV Gutsmuth-Jena im Finale auch erst nach 3 Sätzen unterlag. In Ostthüringen wird man Tabea demnächst mit dem aus Jena stammenden Mixed-Partner Tamino Niedling vom SV Gutsmuth beobachten können. In Ilmenau hatten sie das gemischte Doppel in der U15 zunächst sozusagen zur Erwärmung. Aber dann auch als aussichtsreiche Finalisten. Und sie ließen sich diesen Titel nicht entgehen. Tabeas zweites Gold in Ilmenau. Schaute man genauer hin, konnte man meinen, sie diktiere, was da gespielt wird. Also Tamino, wer hat da die Hosen an? Etwas eilig im Trubel eingefangen? Ja, naja, ist eigentlich im Mix so, die Dame bestimmt, was der Junge machen muss. Okay. Der Junge tut's halt, der arbeitet. Warum? Ja, der Junge ist der Stärkere auf dem Spielfeld und man muss halt taktisch so spielen, dass der Junge mehr macht. Was hältst du ansonsten von Tabea als Mitspielerin? Ja, es ist manchmal kompliziert, manchmal zick sie, manchmal zick ich, aber eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Ja, eine meiner besten Freundinnen. Ich weiß nicht, also so recht. Ich denke aber, dass er gesagt hat, dass ich eigentlich alles geben möchte und dass ich sauer bin, wenn er nicht ganz so clever ist und dass ich da auch stur werde und dass ich das dann auch zeige, aber dass ich ihn eigentlich aufmuntern will. Und wer hat bei euch die Hose an? Teilweise er, teilweise ich. Also gedanklich oder eher gesagt mental mehr denke ich, dass ich das bin, dass ich ihn ein bisschen aufbaue. Aber spielerisch denke ich, dass er das anhat, also dass er die Hose da trägt. Die Meininger Jungnationalspielerin gehört nun also im Februar vom 9. bis 11.02.2018 zu Thüringens Hoffnungsträgern bei den deutschen Badmintonmeisterschaften in der Gera-Panderfalle. Dann aber als Jahrgang 2003 in der angestammten Jugendaltersklasse U15. 2 Jahre zuvor, 2016, hatte Tabea in dieser Altersklasse schon ihre Feuertaufe bei nationalen Titelkämpfen. Wenngleich man die wohl eher unter Welpenschutz als Heranschnuppern oder besondere Bewährungsprobe verstehen musste. Tabea war eigentlich noch U13erin und musste sprichwörtlich Lehrgeld zahlen. Empfand sie das eher als nervig oder als Chance? Nee, ich fand es eigentlich relativ cool, dass wir die Ehre hatten, da mitzuspielen, weil man bekommt die ja nicht selbstverständlich oder es ist ja nicht selbstverständlich. Ich fand es schon cool, auch wenn es eigentlich klar war, dass wir überall in der ersten Runde raus waren, aber ich fand es schon cool. Starts in höheren Altersklassen zum Herantasten gehörte für besondere Talente schon mehrfach zur erfolgreichen Herangehensweise der Trainer und Ausbilder am Nachwuchsstützpunkt Mitteldeutschland. Möge sich das Konzept im Februar wieder auszahlen. Und was glaubt Tabea in Gera zur diesjährigen deutschen Meisterschaft vor Thüringer Kulisse erreichen zu können? Hat sie ein Erfolgsrezept von ihrer Apothekermutti? Im Moment habe ich keine Ziele. Ich hatte zu Südwestdeutschen mir keine konkreten Ziele gesetzt. Und ich glaube, das ist bei mir besser so, weil ich mir sonst zu viel Druck mache und dann spiele ich nicht so, wie ich möchte. Und ich hatte mir wirklich bei der Südwestdeutschen, hatte ich schon im Kopf, klar, ich möchte im Mix Erste werden und klar, ich möchte auch Doppel schaffen. Aber es war jetzt nicht mein ganzes Leben abhängig. Und deshalb denke ich, Doppel möchte ich es wieder schaffen auf Platz 1. Da haben wir ja immer unsere Konkurrenten. In letzter Zeit haben wir verloren, aber ich hoffe, wir schaffen das. Ich schaue positiv. Tabea Tirschmann war 2017 viel unterwegs. Sie mag das. Ob Danish Junior Open, Frankreich, Schweden oder Bodensee Cup. Oft ist es wohl die Erfahrung von Teamgeist, die sie begeistert. Wir freuen uns einfach, dass sie die Möglichkeit hat, durch ihre Leistung auch sowas mitzunehmen und diese Erlebnisse einfach zu haben. Und wenn die Schule dabei gut läuft und das tut's, stellen wir ihr da nichts in den Weg. Was denkt deine Mutti über die anstehenden deutschen Meisterschaften? Oh, toi, toi, toi. Und es wird hoffentlich gelingen. Nee, also wir machen da keinen Druck. Wir freuen uns, wenn es gut läuft. Wir sind immer der Meinung, sie muss mit sich im Reinen und zufrieden sein. Und wie sieht Tabea nun selbst ihre sportliche Zukunft? Mein Ziel ist es auf jeden Fall auch, an den Olympiastützpunkt, an den Nachwuchs-Olympiastützpunkt zu wechseln. Und ich bin im Moment sehr fest davon überzeugt. Also bei mir gibt es gerade keinen Mangel, dass ich nicht dahin möchte, sondern es fühlt sich gerade richtig an. An ihrer Zukunft arbeitet sie jeden Tag.